Der Kommission ist sehr vielfältig und das erlaubt ein zielgerichtetes Arbeiten, weil wir eine komplexe Aufgabe haben, wo eine Vielfalt der Sicht und des Wissens sehr hilfreich ist. Wir hatten zwei Aufgaben. Das eine war, die Straßen, die nach Personen schon benannt worden sind, zu überprüfen, ob es da eine Korrekturnotwendigkeit gibt. Und das andere war, Straßennamen vorzuschlagen für die bisherigen US-Flächen, also die sogenannten Konversionsflächen. Und wir haben beide Aufgaben bewältigt. Also die Kommission setzt sich aus Historikern zusammen mit entsprechendem Apparat. Also wir hatten sehr starke Unterstützung vom historischen Seminar und konnten zusammen mit dem Stadtarchiv, die waren auch in der Kommission, tief in die Archive hineingehen. Das andere ist, dass es engagierte Bürgergruppen vertreten sind. Also ganz wichtig ist zum Beispiel der Geschichtsverein. Und das war deshalb ganz eine Vielfalt von wie man an Geschichte herangeht, aber gleichzeitig ein großes Interesse an die Identität der Stadt Heidelberg im Spiegel ihrer Straßennamen. Straßennamen haben ja was mit Identität zu tun. Man identifiziert sich mit einer Straße. Und gerade wenn es um Personen geht und um historische Epochen, kann das ja sehr problematisch werden, denn die deutsche Geschichte ist ja sehr komplex. Und deshalb war es auch richtig, die Kommission so aufzustellen, dass sie vielfältig ist und in der Lage ist, tief und breit in die jeweiligen Themen hineinzugehen. Denn wir wissen ja alle, bei komplexen Themen, komplexer Geschichte, neigt jeder dazu, in den Bereichen, wo er sich nicht wirklich auskennt, zu kurz zu denken. Und deshalb war ein wesentliches Prinzip der Kommission, dass wir uns in die Namen und Epochen vertiefen und das nicht oberflächlich sein lassen. Also die Namen, die wir diskutiert haben und die im Bericht erwähnt sind und aufgelistet sind und wo es dann eine Beschreibung der persönlichen und der historischen Hintergründe gibt, da sind wir tief hineingegangen. Und deshalb hat es ja auch über 50 Sitze, eigentlich fast 60 Sitzungen gegeben. Das Hauptsächliche von bürgerschaftlichem Engagement ist ja die Identifizierung mit der Stadt. Und natürlich wissen wir, dass die deutsche Geschichte und die Stadt Heidelberg nicht einfach eine gute Linie ist, sondern da sind Brüche, da sind Konflikte, da sind dunkle Stellen. Und die Frage ist, inwiefern, und das ist die Schwierigkeit des ganzen Themas, und das war ja auch immer wieder die Schwierigkeit in der Kommission selber, darüber zu entscheiden, ist das jetzt dieser Name, dieser Name, dieser Name eine Reflexion der damaligen Zeit und der damaligen Mehrheitsverhältnissen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die frühe Moderne anschauen, wo es ja diesen Gerangel und die Kämpfe und die Frage der Revolution über die Demokratie gab. Also die frühe Moderne ist ja sehr konfliktreich. Wir kennen es in unserem Straßenbild als Universitätsstadt. Viele aus der Universität, Dichter und Denker. Und das sind ja in gewisser Weise Vorbilder. Allerdings in diesen Konfliktsituationen gibt es auch eben die dunklen Seiten. Und darüber haben wir dann sehr, möglichst sehr genau und zusammenfassend berichtet. Bei der NS-Zeit gibt es natürlich den großen Unterschied, dass das ja ein Zivilisationsbruch war. Das heißt, ein Antisemit im 18. Jahrhundert ist nicht mit jemandem, der antisemitisch in der NS-Zeit sich betätigt und benimmt und äußert. Da muss man schon unterscheiden aufgrund des Zusammenhangs, was wurde realisiert und was stand einfach in einem Gedicht oder in einem Lied oder in einem Buch.